Batman, auch bekannt als Dunkler Ritter, ist ein Superheld, dessen Abenteuer im Grund schnell erzählt sind. In seiner Fledermaus-ähnlichen Maskierung kämpft er unermüdlich gegen die organisierte Kriminalität seiner Heimatstadt Gotham City. Doch immer dann, wenn er kurz vor dem Sieg steht, betritt ein neuer Bösewicht die Bühne. Sei es der psychisch kranke Joker oder der auf die dunkle Seite abgezüchtete Staatsanwalt Harvey Two-Face Dent. Dabei hat Batman oft mehr an sich selbst als an den finsteren Weltzerstörungsplänen illustrer Superschurken zu leiden. Bruce Wayne, der Mann hinter der Maske, leidet unter einem schweren Trauma, seitdem er als Kind mit ansehen musste, wie seine Eltern ermordet wurden. Er hat eine Fledermausphobie, ist beziehungsgestört, manisch-depressiv und obwohl er sich verpflichtet fühlt, anderen Menschen zu helfen, mag er den Menschen nicht. Seine Superheldenauftritte kompensieren mitunter psychische Probleme, die er selbst nicht zu bewältigen vermag. Was im Film bislang etwas überspitzt dargestellt wird, tun wir im Kleinen jeden Tag. Wir alle. Wir maskieren uns, auch wenn wir keine Umhänge oder schrillen Kostüme tragen. Dabei ist es gar nicht in erster Linie unser Körper, den wir vor der Welt verbergen wollen, sondern unser Selbst. Wie geht es dir? Kaum eine Frage wird häufiger gestellt und noch viel häufiger mit einer Lüge beantwortet. Gut, kommt meist vom Gegenüber oder auch von uns selbst, wenn wir angesprochen werden. Obgleich eine simple Frage rührt sie an etwas, das wir nur sehr ungern preisgeben. Unsere Gefühle. Das, worauf unser Selbstbewusstsein und unser Selbstwertgefühl aufbauen. Das Verletzlichste an uns. Warum wir also lügen? Weil es so viel einfacher ist und weniger gefährlich. Der dunkle Ritter hat vielleicht keine andere Wahl, als mit Maske durch die Welt zu gehen. Wir indes schon. Gute Unterhaltung mit der Suite rund um den dunklen Ritter.